Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Besonders bescheidenes Wetter hier mal wieder bei uns in Hannover, aber da lassen wir uns auf jeden Fall nicht von klein kriegen. Folgendes, wir fahren heute zu Kraft Motorsport. Ihr habt lange mal wieder ein bisschen Zweitakt-Content gewünscht, heute kriegt ihr ihn. Kraft Motorsport. Kilian, knapp über 20, macht das Ganze erst seit ein paar Jahren, baut wirklich, um das kurz zu machen, die besten, die schnellsten Rotax-Karts. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir kommen jetzt so langsam an den Kartsport ran. Und das gucken wir uns heute an. Aber bevor es losgeht, habe ich für euch noch eine kleine Integration. Und zwar möchte ich euch das kostenlose Cashback-Portal Schub vorstellen. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Extrem positive Resonanz. Kurz dazu. Unter dieser App findet ihr 2000 Partner, sogar mehr als 2000 Partner. Darunter unter anderem Lieferando, Rewe, Saturn, Mediamarkt. Wirklich vieles. Und bei all diesen Partnern kriegt ihr prozentual ein Cashback direkt auf euren Account und könnt ab 1 Euro diesen Betrag wirklich zurück aufs Konto auszahlen. Resonanz extrem positiv. Einer hat mich angeschrieben, der hat, glaube ich, in Summe fast 5000 Euro mittlerweile ausgezahlt. Kein Spaß. Keine Ahnung, ob der für alle Kollegen mittags immer Mittagessen bestellt und dementsprechend sich bei Lieferando die Prozente zieht. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ist das schon nicht schlecht. Und dann gibt es natürlich auch noch tagesweise extra Aktionen, wo man natürlich auch noch mal mehr sparen kann. Das heißt, das Ganze sieht dann einfach folgendermaßen aus. Es gibt nämlich auch zusätzlich noch sogenannte heiße Aktionen, egal ob bei Saturn, AliExpress, Levis, wirklich verschiedenste Partner, wo es immer was zu sparen gibt. In unserem Fall, bevor es losgeht, wir brauchen mal wieder eine Festplatte. Ich weiß nicht, wie viele Festplatten wir mittlerweile haben, aber bei diesen Fluten an Videodateien, da unsere Videos einfach immer so lang sind, können wir eigentlich nie genug haben zum Speichern, ne? Das stimmt. So, das heißt, wir gehen mal, letztes Mal bei Saturn bestellt, diesmal machen wir mal Mediamarkt. 2% Cashback. So, Cashback aktivieren. Jetzt werden wir weiter verbunden auf mediamarkt.de und können auf mediamarkt.de ganz normal bestellen. Nur, dass es halt getrackt wird über die Schub-App und somit die 2% Cashback am Ende auf den Warenkorb bei mir wieder gut geschrieben werden. SanDisk. SanDisk Extreme Pro Portable Festplatte, 1 Terabyte, bumm, 170 Euro. Jetzt muss man mal dazu sagen, diese Festplatten sind tatsächlich so schnell, dass ihr darauf schneiden könnt, ne? Ja. In den Warenkorb. Bumm, nein, danke. Lieferung gratis, zur Kasse gehen. Zack, mit PayPal bezahlt. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Das war's. Fertig. Festplatte kommt zu uns. Das war's auch schon. Ging kinderleicht, hat nicht wehgetan. Jetzt kriegen wir 2% Cashback automatisch auf den Account und ab dem 1. Euro können wir es auszahlen. Zurück zum Video. Kraft Motorsport. Kilian hat laut seinen eigenen Aussagen mehrere 50 bis 100 Rotax-Motoren. In dieser Rennserie ist das Besondere, man darf eigentlich nichts tunen, sondern man darf nur Originalteile so passend zueinander sortieren, dass die Karts maximal gut laufen. Hat aber auch einen eigenen Motorenprüfstand und und. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ich weiß selber auch gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach hin und ziehen uns einfach mal rein, was da so geht. Auf jeden Fall, jetzt gibt es jede Menge Kart Power. Klub, klub, klub. Moin. Hallo, da sind wir. Wir starten heute mal direkt so. Fabio. Hi. Florian. Da muss das hinten Kilian sein, ne? Nein, Kilian. Moin. So, erstmal vielen Dank, dass wir heute filmen dürfen. Ja, danke, dass ihr da seid. Fabio hat dich schon so gelobt, dass ich dich gleich weiter gelobt habe, was hier so gehen soll. Kraft Motorsport ist richtig. Genau, ist richtig. Unter dem ganzen Namen läuft das hier. Genau, genau. Ich habe eine Anmerkung direkt. Ja. Ich höre hier etwas, was ich nicht gerne hören würde. Ja, krass. Okay. Da weißt du direkt Bescheid, oder? Was soll ich sagen? Ich kenne das so, dass man hier mit den Nummern eigentlich nur gerade mal so den Transponder beim Fahren immer so markiert, dass man den richtigen hat, ne? Und hier stehen die Motoren ja wirklich reihenweise rum. Also, dass wir die Motoren zuordnen können, um immer den richtigen zu nehmen, um auch zu wissen, wann fährt welcher Fahrer welchen Motor halt, ne? Deswegen haben wir die intern nummeriert. Okay, das muss ich erstmal wirklich gerade wirken lassen. Das sind echt ein paar Dinger. Das ist schon viel Arbeit. Erstmal nur, pass auf, wir fahren mal ganz bei den Basics an. Erstmal kurz zu dir als Person. 23 Jahre alt, richtig? Genau, ja. Seit 3 Jahren machst du das Ganze erst? 5 Jahre mache ich es jetzt mit der Firma. Aber 3 Jahre so krass professionell? Genau, kann man schon sagen, ja. Und kann man so, ohne jetzt zu viel Eigenlob sagen, dass die besten Rotax-Motoren hierher kommen? Die stärksten? Ja, also europaweit ist halt schon schwierig, das ist schon ein harter Markt, aber in Deutschland sind wir ganz gut dabei, ja, kann man schon sagen. Also wir sind immer weiter am Arbeiten, aber da steckt schon viel Erfahrung hinter. Das Problem bei den Rotax-Motoren ist halt, oder was heißt Problem? Wir dürfen nichts bearbeiten. Also wir dürfen wirklich nur tauschen, Teile tauschen. Ah. Also wir kaufen quasi einen Motor aus der Kiste raus und kaufen einen zweiten Zylinder und selektieren den dann halt zurecht, so wie wir es brauchen. Und weil wir dürfen jetzt nicht mechanisch was bearbeiten, zum Beispiel hier an einem Bauteil was wegfräsen, leichter machen, das dürfen wir halt nicht, ne? Mhm. Deswegen können wir nur, wenn wir
was probieren wollen, mehrere Räder kaufen und das halt ja, zusammen und so, wie wir es halt brauchen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Das hier ist die Ausgestaltung, ne? Genau, genau. Es kommen gleich alte Gedanken hier wieder hoch. Es ist halt total simple Technik. Kenn ich noch. Ich glaube, ich habe den damals als 16-Jähriger, wie oft ich den ein- und ausgebaut habe, weil er immer wieder fest war. Ja, immer. Und sauber machen halt. So, ja, und genau. Keine Ahnung gehabt damals. Das heißt, erstmal festgemacht, dass er einfach offen im Kanal steht. Ne? Ja. So, ohne Verstellung, ohne alles. Ja. Dabei die Funktion ja eigentlich ganz cool ist. Ja, also früher bei den alten Motoren war es halt so, du konntest das übers Rad einstellen, weil die halt dann durch Federdruck aufgingen. Jetzt funktioniert es halt echt pneumatisch. Also die gehen eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt auf. Okay, das heißt aber nochmal für uns zum Mitschreiben, das ist eine Kart-Rennserie, wo alle Karts diesen Rotax-Motor fahren? Genau, ja. Also in derselben Klasse, es gibt von Mikro bis DD2. DD2 ist dann mit 2 Gängen. Und Mikro ist dann ganz normal ohne Gänge? Genau, also Mikro, Mini, Junior, Senior ist ohne Gänge und DD2 hat dann halt 2 Gänge. Aber so richtig 5-6 Gänge, so dass das richtig so reingeht? Gibt es im Rotax-Bereich nicht. Gibt es im Kartsport generell schon, aber nicht im Rotax-Bereich. Und für die Jungs, die jetzt nicht so aus dem Kartsport kommen, wie groß ist so eine Rennserie? Also wie kann man das so vergleichen? Also ich sag mal, national sind das so im Senior-Bereich, Junior-Bereich so bis zu, ich sag mal, 34 Starter pro Feld. Wenn du international guckst, da hast du schon schnell 70 bis 80 Fahrer im Seniorbereich. Das ist schon richtig viel. Wir gehen heute mal auf, ich habe schon gesagt, eigentlich wollten wir schon gerne den Sport auf jeden Fall auch ein bisschen wieder unterstützen und prominenter machen. Wir kriegen das natürlich jetzt nicht alles in ein Video reingepackt. Das heißt, ich würde sagen, wir belassen es heute mal ein bisschen mehr bei der Technik. Und wenn wir dann irgendwann mal vielleicht an der Strecke sind oder wie auch immer, hat man dann nämlich noch genug Reserven für die Klassen und so weiter. Das heißt, alle Karts fahren aber diesen Rotax-Motor. Genau, in der Rotax-Klasse schon. Ja, also das ist, ich sag mal, von Mikro bis DD2 ist das dasselbe Gehäuse oder derselbe Grundmotor. Da sind dann halt nur Änderungen wie Spaltmaß und Restriktor und sowas halt. Kommt dieser, ist das auch extra ein reiner Kartmotor? Ja, war nicht in irgendeinem Fahrzeug drin. Also bei Rotax ist das generell so, dass sie schon versuchen, viel zu fertigen, dass das halt in Großserien kann. Aber das ist wirklich ein reiner Kartmotor. Man nennt sich halt Rotax Max. In dem Fall ein Seniormotor, was hier liegt. Ja, ich weiß noch, wie oft ich bei meinem 125er da so reingeguckt habe. Ja. Und genauso immer Auspuff ab und auch auf Kolben gucken. Das waren immer die... Genau. Momente. Ja, genau. Also wie die Haltbarkeit ist oder halt, was man halt machen kann. Ja, in meinem Fall war das mehr damals so Jugendforsch. Das heißt, das war mehr so nicht Haltbarkeit, sondern eher heil oder kaputt. Genau, so. Probieren und ja. Und ich glaube, ich habe damals als 16- und 17-Jähriger bestimmt 5 bis 10 Kolben durchgezogen oder so. Also das war mehr so einmal durchs Dorf fahren und geklemmt. Ist es ja einfach, man kann ja theoretisch hier einfach hingehen, kann sich einen Kanal bearbeiten, wie du es halt brauchst. Das dürfen wir halt beim Rotax nicht. Also wir können wirklich nur ganz viel kaufen und dann ausselektieren, was halt das Beste ist. Aber das ist schon, ja, im Zweitaktbereich gibt es schon wahnsinnige Möglichkeiten, also was man machen könnte theoretisch oder kann. Okay, das heißt, tuningmäßig geht wirklich gar nichts? Also nur zu sortieren. Genau, also wir holen schon einiges an Leistung raus, würde ich mal sagen, dafür, dass wir eigentlich nur einen Kistenmotor fahren. Also das sind schon wirklich große Leistungsunterschiede, die wir da holen könnten in dem Bereich halt. Aber es ist auch wirklich mit Aufwand verbunden. Also viel Prüfstandsarbeit, viel probieren, messen, viel Erfahrung halt auch über die Zeit. Was kommt aus dem Motor am Ende raus? So ein Senior-Motor fängt aus der Kiste zwischen 28 und 29 PS an und man hört dann irgendwo so bei 30, 31 PS halt auf. Also das kann man so in etwa sagen. Das sind auf der Strecke so 3/4 ungefähr. 2-3 PS sind 3/4 oder so. Ja, in etwa. Also es kommt auch immer ein bisschen auf die Strecke an. Und wie lange muss so ein Motor halten? Oder wie lange hält so ein Motor, um so rum zu sagen? Die Motoren sind extrem haltbar. Du kannst, wenn du so einen Motor wirklich im Hobbybereich oder just for fun fährst, kannst du 50 Stunden damit fahren, ohne was zu machen. Bei uns ist es halt, wir machen es professionell. Wir zerlegen den wirklich nach jedem Wochenende und wollen halt immer wieder, dass er halt top ist. Ne? Okay, ja, da muss ich erstmal Jacke ausziehen. Ja. Aber das heißt jetzt, die ganzen Motoren, die hier stehen, das sind ja alle für irgendwelche Karts. Genau, ja. Also das sind unsere Motoren, die wir quasi vermieten. Das sind unsere Mietmotoren. Das Geschäft der Mietmotoren sozusagen. Das heißt, der Fahrer oder das Team mietet sich von euch so einen Motor und kriegt den halt passend dazu für jedes Event immer einmal frisch gemacht, revidiert. Genau, das meiste ist teamintern. Wir haben auch viele externe Kunden, andere Teams, die bei uns quasi Motoren mieten, weil sie die technischen Möglichkeiten nicht haben. Machst du nur den Motor oder auch andere Motoren? Wir machen auch KZ-Motoren, also Schaltermotoren und andere Marken. Unser Hauptgeschäft ist aber Rotax, weil wir da halt einfach uns am besten auskennen, am meisten Zeit und Arbeit investiert haben. Weil normalerweise ist eigentlich ganz cool jetzt so, weil normalerweise ist es ja bei uns immer so, wir machen immer alles, was geht, Tuning. Das wird dich wahrscheinlich auch bei so einem Motor schon mal gereizt haben, um mal zu gucken, was da eigentlich so geht. Auf jeden Fall. Also wir haben auch Kunden, die im Endeffekt gesagt haben, mach einfach mal das, was geht. Da kannst du schon wirklich eine Menge rausholen. Das ist schon eine coole Möglichkeit, auch haltbar. Aber grundsätzlich für den oder für den Vermietungsbereich nicht interessant. Also wir müssen den Motor auch verplomben im Prinzip. Und das ist so ein Siegel, dass wir quasi damit garantieren, dass er legal ist. Kraftstoff ganz normal? Genau, also normal, Aral, Shell, kannst du alles fahren, 95 und dann 1:50 gemischt. Wenn du alles machst, was geht, was kriegt man aus dem Motor raus? Also ich habe mal einen Senior-Motor gebaut, der hatte schon so 40 PS. Also jetzt so
so wie er halt ist. Wir haben aber auch wirklich einen Zylinder selber bauen lassen, also wirklich gießen lassen und größere Kolben und so weiter halt. Volles Programm, ja. Das heißt, die Motoren werden komplett zusammengebaut, komplett mit allem bei euch hier auch schon eingefahren, getestet und so weiter? Genau. Ja. Also wir liefern den Motor so an den Kunden aus, dass er direkt losfahren kann. Also es ist eingefahren und wirklich vorbereitet. Geil. Ja. Das wäre für die Viertelmeile auch mal entspannt. Ja. Geil, ja, das Problem, ist, wenn ist halt reinbauen. Richtig, ne? Genau, also du musst den Motor halt ausliefern, so dass er halt läuft. Mhm. Der Kunde darf halt keinen Ärger damit haben. Das ist ganz wichtig. Wie hoch ist die Quote, dass das mal nicht funktioniert? Hoch, es funktioniert nie. Es kann immer besser sein, aber du musst halt so lange probieren und so lange suchen, bis es halt wirklich passt. Das heißt, es gibt aber wirklich Leute, die auf der Rennstrecke dann zu dir ankommen und sagen, ich merke das heute, dass er 2 Zehntel PS weniger hat oder so, oder fehlt ein bisschen. Das versuchen wir tatsächlich zu vermeiden. Also dadurch, dass wir versuchen, wirklich perfekt zu arbeiten und wirklich halt so schon auszuliefern, dass es gut ist, haben wir das eigentlich sehr selten. Also ich sag mal, vielleicht von 30 Motoren vielleicht ein Kunde. Da haben wir aber immer Backup-Motoren, dass wir die nochmal austauschen können. Aber was so ist, wenn du nach dem Wochenende kommst, zerlegst einen Motor und baust ihn wieder auf, dann funktioniert das nie so wie vorher. Du musst immer wieder halt suchen, Membrane probieren und andere Membrankästen, bis du wirklich bei dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt kann ich den endlich ausliefern. Und das heißt, ihr seid immer mit dabei bei so einem Wochenende? Ja, genau. Ja, also wir sind immer vor Ort. Klingt auch anstrengend. Ja, also gut unterwegs. Genau, durch das eigene Rennteam halt einfach auch. Ne? Ach so, das heißt, ihr vermietet die nicht nur, sondern ihr habt auch noch ein eigenes Team, wo ihr zusätzlich auch. Ja, genau. Also eigenes Rennteam, ja. Das macht es doppelt anstrengend. Auch in der Klasse dann oder wäre das dann verboten? Genau, nein, also Rotax. Also wir machen quasi auch die Rotax-Klasse. Also im Prinzip, ja. Das heißt, das sind die Motoren, die dann doch nochmal ein 10 PS mehr haben. Ja, wir versuchen das schon grundsätzlich so zu halten, dass jeder Kunde das Gleiche bekommt. Das ist auf jeden Fall so. Das ist uns auch wichtig, weil du würdest auch automatisch Kunden verlieren halt. Ne? Wenn die Leute wissen oder merken, dass es halt einfach bei uns besser ist. Jeder Kunde kriegt immer wieder den gleichen Motor oder kann es passieren, dass er dann nochmal einen anderen kriegt? Das ist unterschiedlich. Dadurch, dass wir verschiedene Serien fahren, es gibt verschiedene Fahrer, also ich sag mal zum Beispiel NRKC, RMC Clubsport, RMC, das ist so das, was in Deutschland passiert. Und nicht alle Fahrer fahren ja jede Serie. Mhm. Und dadurch kann es passieren, dass wir halt einen Motor, den wir im NRKC einsetzen, auch in der RMC einsetzen und dann halt immer den Fahrer wechselt. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass es so ein paar Motornummern gibt, die wahrscheinlich beliebter sind. Oder? Ja, das auf jeden Fall, ja. Also es ist immer so halt normal. Ne? Die Leute schieben es auch oft auf den Motor. Also wenn du gewinnst und die gucken sich den Motor an, dann wollen die den am liebsten gleich kaufen, fürs nächste Mal mieten oder sowas. Aber die Nummer ist halt eigentlich nicht relevant zu dem, was da eigentlich passiert. Um den Leuten mal so ein bisschen Thema Kosten zu zeigen, so einen Durchschnittsfahrer, wie viele Wochen entfernt er damit so ein Kart? Boah, ein Durchschnittsfahrer, ich sag mal, wenn man in den Einstieg guckt, das ist NRKC, das sind 5 Rennwochenenden zum Beispiel. Mhm. Da hast du deine kalkulierten Kosten, da bist du, sag mal, da brauchst du einen Satz Reifen, da liegst du ungefähr bei 200 Euro. Da brauchst du, kannst mit deinem eigenen Motor fahren, den kaufst du einmal Anfang des Jahres, kannst ein ganzes Jahr fahren, ich sag mal, mit das Glück. Hält. Ich ja, so nicht hinkriegen. Doch, bestimmt auch. Bei so einem Rotax, den kriegst du eigentlich nicht kaputt. Ja, plus du darfst nichts verändern, reglementbedingt. Genau. Also wenn die Pause also, dann alles machst, dann auch. Ja. Aber ich weiß ja, wie es dann ist so. Okay, Reifen. Aber jetzt nur rein Motoren. Aber in der Klasse wäre es dann trotzdem so, dass der jedes Wochenende den Motor euch bringt, beziehungsweise ihr den mitnimmt? Nein, das ist wirklich reiner Einstieg. Also da braucht man das nicht machen. Also wir machen das wirklich bei unseren Mietmotoren, dass wir die wirklich so immer pflegen und den Service machen und die anderen Kundenmotoren so einmal im Jahr ungefähr. Und die Mietmotoren? Was kostet sowas, wenn man sich so einen Motor mietet? Genau. Wir haben 450 Euro kostet das, die Miete des Motors für ein Wochenende. Das ist bei uns der Preis. Und das variiert auch von Händler zu Händler so ein bisschen. Das heißt aber, wenn der dann an dem Wochenende kaputt geht, kriegt man gleich vor Ort? Ja, wenn er kaputt geht und der jetzt also nachweislich wirklich kaputt ist und nicht mehr einsatzbereit ist, dann können wir den tauschen. Und wie viele Stunden fährt man mit so einem Motor pro Wochenende? Die Rennmotoren laufen im Schnitt so 2,5 Stunden. Ungefähr. Schon ein bisschen fahren. Gibt es denn noch aktuell von Rotax zu kaufen? Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch zu kaufen? Ah, okay. Ja. Haben wir eigentlich auch immer neue da zum Beispiel. Wenn man so einen kompletten Motor kauft, was kostet sowas neu? So ein Senior-Motor mit Kühler, Auspuff, Vergaser bist du so ungefähr bei 3.000 Euro. Mhm. Die funktionieren dann aber aus der Box heraus schlechter als die Motoren von euch? Ja. Das auf jeden Fall. Sie funktionieren wirklich gut und sie sind auch sehr gleich. Also du kannst wirklich 10 aus der Box rausnehmen, funktionieren gut. Kannst du auch wirklich Spaß mit haben, aber es ist jetzt kein Rennmotor. Ja. Das auf jeden Fall. Eigentlich witzig, ne? So, ja. Das ist jetzt auf jeden Fall der Punkt, wo wir jetzt ansetzen, was man dann überhaupt machen kann. Ja. Das heißt, du nimmst dann wirklich verschiedenste Membranblöcke und tauschst die wirklich durch, weil es würde selbst auffallen, wenn du hier nur irgendwas dran veränderst, könnte das irgendwann mal wem auffallen. Du hast hier zum Beispiel eine Maßhaltigkeit, also hier zwischen den Bauteilen kannst du halt verschiedene Sachen halt ausprobieren oder vom Maß her. Und das alleine diese Biegung macht schon unglaublich viel aus im Motor halt. Oder aber das heißt, du würdest jetzt auch nicht selber so ein bisschen herumbiegen? Weil doch, das kannst du machen. Das du hast ein Reglement von bis. Das sind so Sachen, die du halt bearbeiten darfst in dem Sinne. Mhm. Ich darf jetzt hier keinen Fräser ansetzen oder so, aber ich darf halt so das Maß verändern. Und die eigentliche Membran muss aber original bleiben. Darf man da auch andere reinmachen? Nein. Aber auch da gibt es ja immer, ich sag mal, diese
Serienunterschiede, diese Fertigungsunterschiede. Es gibt ja, ne, von vor 3 Jahren was und was jetzt produziert wird, kann ja unterschiedlich sein. Was würdest du sagen bei diesem Zweitaktmotor ist das wichtigste Teil? Ich denke, dass der Zylinder ausschlaggebend ist für alles. Also wichtig ist das Zusammenspiel von allen Bauteilen. Die Kurbelwelle muss passen, die Lager müssen alle passen, aber wichtig ist schon, dass der Zylinder wirklich gut ist. Mhm. Der muss immer frisch sein, der darf jetzt keine Riefen haben, die Maßhaltigkeit muss wirklich gut sein. Aber es ist wirklich mal eine ganz andere Art und Weise, wenn man wirklich nur Sachen tauschen darf und so tuningmäßig gar nicht rein kann, weil das ist halt immer das Gefährliche beim Tuning, es gibt immer so kein Ende, ne? Wo fängst du an und wo hörst du auf? Genau, du kannst so, und irgendwann fangen sie dann an, in der Pause den Motor zu tauschen, weil das Ding halt so oft kaputt ist. Ja, ja. Und dann ist es halt irgendwann so, wer am meisten Kohle hat, der ist auch meistens immer am schnellsten. Genau, das ist wirklich ein Problem, das versuchen wir so ein bisschen zu vermeiden. Du hast hier zum Beispiel auch so ein 3D-gedruckten Zylinder, so nennen die das, wodurch du halt eine Bearbeitung siehst. Also du siehst halt hier diese Rillen und vorne halt auch. Und wenn du jetzt was bearbeiten würdest, dann würdest du es halt sehr schnell sehen. Aber ist der 3D-gedruckt? Ich weiß es gar nicht genau. Aber es sieht tatsächlich aus, wie als wenn der Drucker hier so... Ich würde fast sagen, so dass es so, ne? so ein neues System ist, dass die vielleicht wirklich 3D-gedruckt sind, ja. In dieser Rennserie, was denkst du, wie viele Motoren wirklich alle 100% legal sind? Das ist ganz schwer zu sagen, aber ich bin mir sicher, es gibt welche, die fand ich legal. Das ist eigentlich immer so, ne? Ein paar schwarze Schafe. Also es wird auch viel kontrolliert, muss man wirklich sagen. Das machen die auch schon gut, die TKs nennt sich das quasi. Aber es gibt halt auch Positionierung, wo vielleicht nicht so geguckt wird. Ne? Das heißt, es kann passieren, dass er ankommt und sagt, wir ziehen jetzt mal einen Zylinder runter. Ja, also musst du jedes Rennen machen. Also wenn wir vorne sind halt, ne? Cool. Dann muss ich den eigentlich immer komplett, so wie er hier liegt, halt zerlegen und dann wird das überprüft. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der, würde der Zylinder jetzt theoretisch auch auf die alten Rotax-Motoren, also 122, 123? Diese Aprilia-Motoren, ja, mit Sicherheit. Also die Maße sind die gleichen. Das müsste schon eine ordentliche Steigerung sein. Wir hätten da noch eine stehen. Aber du würdest dir auf jeden Fall auch zutrauen, so einen 125er-Zylinder, also von der Rotax mal zu nehmen und zu gucken, was da so geht. Ja. Weil da fällt mir jetzt gerade was Witziges ein, ist zwar immer fies, so Challenge zu machen, aber wir waren vor, mittlerweile auch glaube ich schon fast 4 Jahr her, waren wir bei dem Paul von PZ Tuning, wenn ihr was er sagt. Und die machen ja wirklich ohne Ende diese Simson-Zylinders, auch per Hand und so weiter. Und da wäre eigentlich mal eine witzige Sache, 2 so Rotax-Motoren zu nehmen und mal gucken, was da so geht. Vielleicht sogar irgendwie, man kann ja das auch ein bisschen vorgeben, so in Bezug auf jeder muss einen gleichen Ausbruch und gleichen Vergaser oder so nehmen. Das wäre schon wichtig, weil da ist viel zu holen. So, und dann kann auch jeder nur das Gleiche machen. Das ist eine ganz witzige Idee. Das heißt aber, du siehst 40 PS in so einem Zylinder, theoretisch, wenn du machen kannst, was du willst? Wenn du machen kannst, was du willst, sicher, ja. Und dann auch noch ein Wochenende fahren oder dann eher 2 Runden fahren? Haltbar auch. Und dann nach so einem Wochenende? Das kommt immer darauf an, was du halt, also wie du den letztendlich auch fährst, was für Kraftstoff du fährst, das ist auch immer ein großer Punkt. Aber ich denke, dass die 25 Stunden schon halten müssen dann. Betriebsstunden, 25? Ja, denke ich schon. Krass. Also es ist halt ein Nikasiergeschichte im Zylinder. Das ist halt... Das wäre die nächste Frage gewesen. Wenn sowas kaputt ist, dann Tonne oder dann neu beschichten lassen? Oder darf man nicht neu beschichten? Genau, das ist unser Problem. Theoretisch ist das reparabel, wir dürfen es aber nicht. Also wir dürfen noch nicht mal von der Theorie her honen. Also Zylinder honen ist hier schon eigentlich illegal, weil wir mechanisch bearbeiten. Das ist ein Problem. Also wirklich gar nichts. Also noch nicht mal irgendwie hier so Brennraum ein bisschen planen oder so. Ja, sauber machen halt. So. Ne? Und was sonst noch so leistungsmäßig zum Teil tauschen? Was kann man noch so? Klar, achso, das heißt Hauptteil Zylinder, weil die einfach gussmäßig oder wenn es ein Druckteil ist, einfach untereinander schlechter und besser wird. Genau. Pleuel ist zum Beispiel auch wichtig, wie maßhaltig das ist. Die Lager sowieso, dann das Gewicht der Ausgleichswellen, Ausgleichsräder. Gehäuse muss halt passen, also es muss halt zueinander gut laufen, quasi von Lagerstelle 1 zu 2. Mhm. Wenn das schon mal nicht vernünftig passt, dann hast du halt, dann klemmt das alles so ein bisschen. Und das würdest du aber auch nicht nachbearbeiten, sondern auch Tonne? Und genau. Also ja, also selektieren. Du kannst ja quasi, wenn du 5 Gehäuse kaufst oder 5 Motoren hast, kannst du dir ja das Gehäuse raussuchen, was du haben möchtest. Mhm. Darf man, also untereinander darfst du aber alles tauschen, was willst. Also kannst du linke, rechte Hälfte Das darf ich nicht. Also die Hälften sind quasi zueinander. Zueinander. Wobei man sagen muss, dass das schon eigentlich wirklich gut passt von Haus aus. Ja, es gibt so ein paar Teile, wo halt wirklich ganz wenig zu holen ist oder fast gar nichts. Und dann gibt es halt welche, wo du einen Teil tauschst und dann hast du gleich einen riesen Effekt auf dem Prüfstand halt. Aber die werden alle noch mit Auslasssteuerung fahren? Senior DD2 ja, Micro Mini Junior nicht. Die sind quasi ohne Auslasssteuerung. Die haben hier den Zylinder hin, der ist quasi einfach zu. Aber auch der Zylinder oder ist ein ganz anderer Zylinder? An sich ist das der gleiche Zylinder, ich hol mal einen. Ja, ein paar hier. Das ist eine kleine Auswahl. Ich will nicht wissen, wie oft dich das schon so gereizt hat, jeden Zylinder irgendwie so ein bisschen anders zu fräsen und dann alle einmal. Ja, also das ist halt das Schöne, wenn du weißt, woran das liegt, warum der nicht geht, dann kannst du es halt bearbeiten, aber man darf es ja leider nicht. Den gibt es von Rotax auch direkt ohne Auslasssteuerung. Genau, also sie sind markiert von Inhalt, ne? Dass du weißt, okay, das ist ein Junior-Zylinder hier, zum Beispiel mit dem J. Und V? Das ist Senior. Also X ist DD2, das ist Senior, das ist Junior. Und hier ist Prototyp. Nee, das sind tatsächlich die alten Senior-Zylinder. Also die alten hatten gar nichts drin. Das ist dieser Unterschied zu diesem 3D-gedruckten halt, ne, wenn man das mal so sieht halt. Ne? Und besser oder schlechter?
Gleich. Also gleich. Eigentlich keinen Unterschied. Kein Unterschied. Gibt ein paar alte, die gut sind, gibt ein paar neue, die gut sind. Aber dann muss das ja schon immer so ein geiles Überraschungspaket sein, ne? Packst du den Motor aus, ja. Erstmal Prüfstand, funktioniert nicht. Ja, genau, das ist eigentlich immer so. Also es ist ja nie zufriedenstellend. Das ist, also schon, die Qualität der Bauteile ist sehr gut, muss man sagen. Aber es ist wirklich, du probierst, du testest, du machst und es ist halt, ja, immer wieder das Gleiche. Aber irgendwie macht es schon Spaß, weil du freust dich immer wieder auf das Ergebnis. Ja, das ist wirklich viel Arbeit. Vor allem, man muss sich ja vorstellen, man muss den nach jedem Wochenende zerlegen, überprüfen. Das ist ja nicht nur, ich stelle den jetzt hier hin und dann ist halt fertig. Das sind jetzt ungefähr 50 Motoren hier, ne? Würde ich schätzen, ja. Gut auch, dass du selber schätzen musst, wie viele Motoren bestehen. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Also aber die müssen jetzt nicht alle bis zum Wochenende noch in irgendwelche Karts rein, oder? Wir fahren tatsächlich Sonntag nach Spanien. Also die müssen, die Motoren, die hier sind, bis auf zwei sind alle fertig und die kommen dann tatsächlich mit. Ja, kommen die in den LKW und dann geht's nach Spanien. Das heißt, der, ich sag jetzt mal, Fahrer oder das Team baut den aber schon selber aus. Genau. Und bringt euch den dann her, schickt den wie auch immer. Ja, oder also gleich auf dem Event nehmt ihr die schon wieder mit. Bei uns ist es so, dass wir nur einen Motor vermieten können, oder was heißt können wollen, wenn wir vor Ort sind. Das heißt, wir geben den raus, den Motor, und bekommen den dann wieder, so wie er da halt steht. Das ist auch immer ganz wichtig, weil es bringt nichts, einen Motor ja, zu verleihen, wenn du nicht da bist, dann wird damit einfach wirklich nicht gut umgegangen. Und schwer so ein Ding, ne? In Summe dann? Ja, also mit Kühler und so ist das schon ein Paket auf jeden Fall. Aber es ist halt kompakt. Also du hast halt wirklich so da so einen Kühler hier dran und kannst es halt wirklich gut handeln. Ne? Einfach unten aufbauen, hast hier halt eine Kupplung dran und dann kannst du es halt benutzen. Das ist aber, das ist jetzt auch nur, dass er steht. Also das ist nicht, dass er hiermit aufs Chassis kommt. Doch, genau. Ah, da kommt tatsächlich auch auf das Rohrchassis drauf. Okay. Also hier hast du die beiden Löcher. Das ist quasi der richtige Motorhalter. Ja, so kann der Kunde das direkt verbauen. Dass er so wenig Arbeit wie möglich hat und wir halt auch. Ist das Reglement bei dem Rest des Karts genauso streng, was hier so Chassis, Felgen, Bremse und so weiter angeht? Das muss homologiert sein, ja. Also du darfst jetzt Teile nicht bearbeiten auch. Der ist schon verblombt, ey. Genau, ja. Bitte nicht anfassen, Philipp. Ah. Ich bin nur zum Anfassen hier heute. Woran siehst du jetzt schon, welche schon gemacht sind, welche nicht? Also ich habe immer einen Zettel oder meistens... Es ist rein nur so, okay, also sie kommen genau. Wirklich, sehen genauso aus, wie sie ankommen, ja. Gehen sie auch eigentlich wieder raus. Genau, machen halt Kühler ab und dann... Drüber auf dem Prüfstand können wir das gleich mal sehen, wie die immer auf den Prüfstand gehen, also ohne Kühler quasi, weil der Kühler ist im Prüfstand verbaut. Das heißt aber wirklich nach einem Wochenende Motor kommen, direkt auf den Prüfstand gucken, ja. Wie also er noch im Saft steht, außer man weiß schon, dass er kaputt ist? Genau, also meistens, der hält ja schon, also meistens ist der nicht kaputt. Du gehst halt wirklich Sonntagabend, wenn das Rennen vorbei ist, alles im Bus direkt hier nach Hause, alle Motoren raus, meistens abends noch alle Kühler ab und dann Montagmorgens halt alle auf den Prüfstand testen. Die nicht mehr passen, wirklich vorbereiten wieder und dann geht es meistens mittwochs wieder los. Und das jedes Wochenende? Ja, also in der Hauptsaison schon, ja. Wie viele Kilometer macht ihr so im Jahr? Das ist immer unterschiedlich. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 95.000. Ah, oder so. Da ist aber endlich eingefunden, der noch mehr fährt. Ja. Ich hatte so 80, 85 und viele machen sich dann in Anführungsstrichen auch schon drüber lustig, wie viel das ist. Ja, also haben wir letztes Jahr auf dem LKW gefahren, ja. Und das heißt, wir reden von im Jahr dann 20, 30 Rennwochenenden locker? Kannst du so sagen, ungefähr, ja. Zwischen 15 und 30 irgendwo pendelt sich das immer ein. Je nachdem, was die Kunden auch in dem Fall gerade fahren wollen. Wie hoch ist die Quote da an deutschen Fahrern, die da noch mit bei ist? International schon, also ich sag mal, im Senior fahren vielleicht 5 deutsche Fahrer von 60. Mhm. Kann man im Schnitt sagen. Aber in Deutschland selber ist es halt sehr hoch, ne? Also weil, fast nur. Weil ich find's krass, dass es dann doch noch relativ schon... glaube ich, groß für so einen Sportart eigentlich ist, ne? Weil man sieht und hört relativ wenig von. Ja, es ist schon ein Nischensport. Selbst wenn man sich schon so wie ich dafür interessiert und zumindest so ein bisschen im Internet alles so mitbekommt, dass man wirklich mal sowas sieht da, ja. Das ist noch recht wenig. Ja, das stimmt. Also es ist ja nicht so populär. Ich weiß auch nicht, also durch Corona hatten wir Gott sei Dank nicht wirklich viel Einbrüche der Starterzahlen in den Serien, aber es sind eigentlich immer die gleichen. Es sind wenig Neuansteiger. Ich denke, das Problem ist, dass wenig gemacht wird für den Sport. Also nicht von dem Veranstalter oder von den Motorenherstellern, sondern wirklich von außen halt. Ja. Also die Politik arbeitet eigentlich immer mehr gegen sowas. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Und dadurch ist halt, ja, das ist ein großes Problem. Das heißt, die Veranstaltungen werden einfach weniger und in Anführungsstrichen nicht mehr so groß, schlechter, ja, weniger genau. Zuschauer. Das gar nicht unbedingt, aber die Zuschauer, also Zuschauer gibt es eigentlich fast gar nicht, weil auch keine Werbung gemacht wird. Mhm. Ne? Und es gibt schon ein paar wirklich coole Anlagen. Auch Mülsen zum Beispiel wurde jetzt neu gebaut, vor 2 Jahren, glaube ich. Das ist eine richtig geile Anlage, ne? Aber es wird halt... Ja, es gibt keine Werbung so in dem Sinne. Ne? Wie alt ist so der durchschnittliche Fahrer in so einer Klasse? Weil ich finde, Kartsport ist eigentlich für mich immer was eher so die Jüngeren. Ja, also eigentlich, wenn du wirklich dich richtig entwickeln willst, musst du so früh anfangen. Aber wir haben die meisten Fahrer, die bei uns anfangen, fangen mit 12, 11, 12 an. Das reicht eigentlich auch noch aus, um richtig gut zu werden. Und fahren dann, bis sie
16, 18, 20? Ja, das kommt immer darauf an, wie der Weg ist. Also wenn du jetzt wirklich ambitioniert bist, willst weitergehen, dann musst du halt in den Tourenwagenbereich oder in Formelsport, dann musst du halt ja relativ schnell da auch wieder raus. Aber es gibt halt auch einfach Fahrer, die sagen, ey, ich habe Bock auf den Sport, ich will das machen als Ausgleich. Die fahren ja ewig. Mhm. Also ich habe auch Fahrer, die sind, ja, ich sag mal 50, mein ältester Fahrer als Beispiel. Ja. Im Durchschnitt sag ich mal 18, 19. So, jetzt nächste Frage. Wo siehst du die Zukunft für dich selber? Also willst du bei diesen Motoren bleiben? Oder kommt irgendwann noch mal ein anderer Motor dazu? Kommen irgendwann auch Tourenwagenmotoren dazu, Automotoren? Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie sich das auch entwickelt, wie die Kunden halt das auch möchten. Generell ist es so, dass wir erstmal bei diesem Motorenkonzept bleiben. Also was anderes mit reinzunehmen, schaffen wir einfach gar nicht, weil wir mit zwei Serien parallel machen müssen. Da hast du die doppelte Anzahl an Motoren und das ist nicht machbar. Und da muss man auch mal überlegen, wie das halt finanziell dann aussieht, weil dann muss es halt mehr kosten. Ne? Mhm. Und wir versuchen das wirklich immer im Rahmen noch zu halten, wo ein Kunde wirklich noch Spaß an dem Sport auch hat. Das ist auch immer ganz wichtig. Weil ich behaupte mal, so eine Serie lebt dann auch definitiv von euch. Weil, ja, weil also von den Teams generell. Ja. Generell, ja. Weil wenn ein Motor nicht läuft, ist halt immer ärgerlich. Dann verliert man auch die Lust am Fahren. Ja, auf jeden Fall. Also Motor ist immer ein Riesenthema im Motorsport. Ne? Das ist, muss man ganz klar so sagen. Also das ist immer das, was am wichtigsten ist. Weil der Fahrer meckert immer 90% über den Motor. Das muss man aber dem Fahrer auch beibringen, dass der Fahrer, also dass nicht immer nur der Motor ist, ne? Sondern dass es auch andere Probleme gibt, dass man vielleicht selber nicht perfekt fährt oder halt wirklich das Chassis vielleicht nicht optimal liegt. Ne, das stimmt schon. Wenn ich mir selber so überlege, der Unterschied zwischen wir sind selber auf irgendeinem Event und man fährt irgendein Auto, wo man selber ein bisschen herumgeschraubt hat, gegenüber man fährt halt einfach ein Auto, was 100% original ist, ähnlich wie so ein Leica, wo du jetzt eh nichts dran erinnerst. Genau. So, da denkt man auf jeden Fall deutlich mehr drüber nach, oh, irgendwas ist jetzt hier gerade irgendwie faul. Genau. Das Ding funktioniert ja nicht, anstatt dass man selber bei sich selber erstmal sucht. Ne? Ja, aber das Problem ist, es ist ja auch so einfach, so einen Motor zu wechseln. Also du hast, ein erfahrener Mechaniker hat so einen Motor in unter 5 Minuten gewechselt, sondern ist es halt für einen Fahrer im Kopf, der kriegt das ja auch mit. Und da ist es dann so, ja, dann lass uns doch ganz viel probieren, ganz viel machen. Aber sich auf sich selber zu konzentrieren, ist erstmal das Wichtigste. Dass du halt wirklich vom Kopf her so klar bist. Weil du kannst schon Rennen gewinnen, auch mit einem schlechteren Motor. Du musst halt einfach nur vom Kopf her fit sein und es muss alles passen. Muss halt einfach schneller sein, ne? Ja, einfach schneller fahren sozusagen. Welches Teil geht am meisten kaputt? Also was landet dir am meisten in der Tonne? Ich würde schon sagen Kolben. Also das ist so einfach großer Verschleiß, weil du da kein Risiko eingehen willst, dass was kaputt geht. Gibt es von Rotax auch einzeln zu kaufen? Ja, genau. Was kostet ein Kolben von Rotax? Ungefähr 100 Euro. Kann ich auch mal einen holen. Das ist so. Und mittlerweile auch so mit Beschichtung schon drauf. Genau, sind, ja. Also auch wirklich haltbar. Aber da in Sachen Kolben hat sich auf jeden Fall definitiv was getan zu den früheren Zeiten. Wenn ich mir überlege, so ein Rotax 123er Kolben oder so, der sah schon schlechter aus, einfach so, ja, generell von der Oberfläche. Genau, ja. Und das ist wirklich gute Verarbeitungsqualität und da wird schon auch Wert drauf gelegt. Weil hier ist ja auch irgendwie so eine, hier ist ja erstmal irgendeine Oberflächenbehandlung auf jeden Fall schon mal drauf. Und dann noch diese leichte Beschichtung auch noch zusätzlich. Ja, früher waren die nur bis hier quasi beschichtet und die haben jetzt zusätzlich noch darum beschichtet. Das ist schon gut gemacht. Das heißt, wie oft, wenn Motor zerlegen, muss der neu? Ich sag mal, wenn der Motor noch gut läuft, dann lassen wir den drin, so 2 Wochenenden. Und wenn er wirklich, wenn wir sagen, okay, jetzt ist er mal dran, dann eigentlich so nach einem Wochenende. Aber das ist auch damit reingerechnet mit dem Geld einfach, ne? Ja, also du musst ja auch das Geld irgendwie so ein bisschen dafür verwenden, genau. Das ist halt ärgerlich, wenn du am 2. Wochenende zum Beispiel dann, dass er schlechter wird durch einen Kolben als Beispiel, ne? Wobei man diese Kolben auch wesentlich länger fahren könnte. Oder man könnte es wahrscheinlich auch instand setzen, aber klar, wenn ihr natürlich nur tauschen dürft. Ja, wobei da sind Temperaturen halt im 2-Takt-Bereich, die wesentlich höher sind wie im 4-Takt-Dann, ne? Deswegen denke ich schon, dass sie sich eher verziehen. Also vielleicht eine neue Beschichtung oder sowas macht da auch finanziell einfach keinen Sinn. Gibt es bei Kolben auch Fertigungsunterschiede leistungsmäßig? Ja, gibt es auch gute und schlechte. Ist tatsächlich so, dass der eine ein bisschen mehr Verdichtung, Steuerzeit ein bisschen besser, schlechter. Ja, also was es halt zum Beispiel gibt, diese Bohrung von dem Kolbenbolzen, die ist nie 100% mittig. Und da musst du halt am besten einen finden, der so mittig wie möglich ist. Sonst läuft der Kolben übertrieben gesagt halt einfach schief im Zylinder. So, und das sind sonst so Sachen, wo du halt wirklich darauf achten musst, dass du einen hast, der einfach zum Zylinder passt. Nicht nur von der Maßhaltigkeit, sondern auch, sag mal, das ist ja auch wichtig, wie maßhaltig der von oben bis unten ist, plus wie er halt wirklich läuft. Ne? Messt ihr sowas alles nach oder baut ihr ein und guckt, wie es funktioniert? Ja, das kannst du formen, also da gibt es Werkzeuge für. Kann man schon messen, okay. Ja, also die haben wir selber gebaut. Okay, sonst ist ja wirklich gar nicht so viel dran, ne? Nee, das ist ja auch das Schwierige. Also du hast ganz, ganz wenig, wo du Leistungen überhaupt holen kannst. Was hat der hier hinten dran für einen Sensor? Ist das irgendwie Drehzahl, oder? OT-Geber nennt sich das. Das ist Positionssensor, Kurbelwelle quasi. Ah, das haben die schon, richtig? Genau, also ich kann dir das einmal an der Kurbelwelle zeigen. Ich wusste gar nicht, dass die auch schon so intelligente Steuergeräte drin haben, genau, dass sie das für die Zündung brauchen. Läuft die Kurbelwelle im Gehäuse und du hast hier eine Markierung, die hier beginnt und hier aufhört. Und das merkt der Sensor sozusagen
und signalisiert dem Steuergerät, okay, wir sind jetzt hier auf Position, und dann fängt er halt quasi an zu zünden. Es gibt auch verschiedene Steuergeräte für die Klassen. Also je nachdem ist die Zündung auch ausgelegt. Das dürft ihr aber nicht verändern. Da gibt es eine Lehre für, die genau hier die Länge misst und die Positionierung. Ja, ja. Weil das ist halt schon A und O. Genau. Das heißt, praktisch dazu dürfte das Steuergerät auch nicht verändern. Genau, ja. Also das ist. Hat aber schon jeder Fahrer sein eigenes Steuergerät oder werden die vorher so verteilt? Nein. Also es gibt wirklich, da sind auch, also wir haben ganz viele Steuergeräte gemessen, wir haben noch nie irgendeinen Unterschied festgestellt. Die Unterschiede. Die sind wirklich gleich. Müsste man irgendwie so eine heimliche Verzögerung einbauen, irgendwie so ins Kabel. Das wäre schön, wenn das gehen würde, ja, weil das bringt schon viel. Aber also kann ich mir vorstellen, wir haben es tatsächlich noch nie probiert, weil die Kurbelwellen sind wirklich, also 99% immer gleich. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Steuergerät relativ blöd ist. Also ich glaube, dass der wirklich nur Position bekommt und dann sagt, okay, jetzt hier Zündspule und los geht's. Ne? Was würde passieren, wenn durch Zufall du irgendwie so einen Rotax-Motor erwischt, wo irgendwie ein Zylinder drauf ist, der 3 PS mehr hat? Würden die das dann glauben oder müsstest du erstmal wochenlang rumdiskutieren, zu sagen, ey Jungs, ich habe den Zylinder wirklich bekommen, das ist jetzt der Zylinder, der kommt so Gold ins Regal für immer. Ja, also es gibt ja ein Reglement mit Bildern, wo du halt gucken darfst oder gucken kannst, wie das aussehen darf. Wenn das aus dem Reglement fällt, von den Maßen her, dann darfst du es einfach nicht benutzen, auch wenn es aus dem Werk kommt. Ne? Ah, dann tauschen wir den vielleicht durch. Ja, ja. Also wenn du jetzt siehst, okay, du hast nichts bearbeitet, aber zum Beispiel der Auslasskanal ist zu hoch für einen Senior, dann tauschen wir den halt durch. Mhm. Aber hatten wir tatsächlich noch nie. Da ist schon wirklich eine gute Qualitätssicherung. Ja, cool. So, ich würde sagen, wir gucken mal Prüfstand, was so geht. Ist hier um die Ecke, ich gehe mal vor. Genau, hier ist quasi der Leistungsprüfstand. Und Eltern schlafen oben drüber. Ja, genau.